Jede Minute werden über 400 Stunden an Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Insgesamt nutzen fast 3,7 Milliarden Menschen weltweit das Internet und seine Dienste. Aber wie groß ist das Internet überhaupt? YouTube hat zwar 70.000 Videoaufrufe pro Sekunde und speichert eine unvorstellbar große Anzahl an Videos. Aber YouTube ist nur eine einzige Webseite vom gesamten Web. Wobei das Web nochmal in einzelne Teile unterteilt ist. Zum einen ist da das sichtbare Netz, das World Wide Web, mit Seiten wie Google, Wikipedia, YouTube, Twitter und Co., die wir tagtäglich nutzen. Dieser Bereich des Internets wird oft auch als Surface Web bezeichnet, da es die Oberfläche darstellt, die von Suchmaschinen wie Google und Co. durchsucht werden kann. Schätzungsweise sind 1,2 Milliarden Webseiten im World Wide Web aufzufinden und sekündlich kommen neue dazu. Darunter liegt der sogenannte Deep Web, welches aus Webseiten besteht, die nicht von Suchmaschinen gefunden werden können. Das Deep Web besteht aus Datenbanken, einigen Foren, gesicherten Zugängen wie Mailkonten oder Online-Banking-Accounts und ähnliches. Man ist sich uneinig, wie groß das Deep Web im Vergleich zum Surface Web ist. Aus einer Studie der Firma Bright Planet geht hervor, dass das unsichtbare Web 400 bis 550 mal größer als das sichtbare Web ist. Unter anderem gehören Daten der NASA und des National Climate Data Center sowie digitalisierte Bücher aus Bibliotheksbeständen zu diesem Datenhaufen. Jedoch muss beachtet werden, dass diese Schätzung sehr ungenau ist und eventuell das Deep Web nur ein Zehntel so groß ist wie von Bright Planet angegeben. Kommen wir zum Dark Web. Dieser Teil des Internets kann nur mithilfe von dem Tor-Browser erreicht werden. Bekannt wurde das Dark Web unter anderem durch kriminelle Aktivitäten wie Drogen- oder Waffenhandel, Kinderpornografie, Auftragsmorde und weiteres. Jedoch nutzen auch viele Aktivisten in Diktaturen und Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit diesen Teil des Internets, da er von keiner Regierung außer der USA überwacht wird oder werden kann. Das liegt daran, dass die USA selbst zu militärischen Zwecken das Dark Web und das Tor-Netzwerk aufgebaut hat. Jetzt aber endlich zur eigentlichen Größe des Internets. Es gibt verschiedene Schätzungen, aber eine besagt, dass sich das Internet alle 2 Jahre in der Größe verdoppelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Videos liegt der Wert bei 11,1 Zettabytes. Was ein Zettabyte? 11 Zettabyte sind 11 Trilliarden Bytes. Oder eine 11 mit 21 Nullen. Würde man jeden Byte mit einem Buchstaben repräsentieren und auf Papier ausdrucken, dann wäre das Resultat über 11 Milliarden Quadratkilometer groß und würde die gesamte Erdkugel mit 22 Papierschichten bedecken. Bis 2020 wird sich die Datenmenge höchstwahrscheinlich auf 40 Zettabytes vergrößern, was zu beinahe 88 Papierschichten voller Buchstaben führen wird. Dann hätten wir ein ganz anderes Problem als den Klimawandel. Und 2030 erreichen wir dann 1 Jottabyte an Daten. Mit diesem Speicherplatz könnte man das Leben von jedem Menschen der Erde von Geburt bis zum Tod auf Video festhalten. Oder man könnte die Anzahl der Bytes in Wassermoleküle umwandeln und genüsslich ein kleines Glas Wasser trinken. Denn genau so viele Moleküle enthalten 240 Gramm Wasser. In der Beschreibung verlinke ich euch noch einige Seiten, die zeigen, wie umfangreich das gesamte Internet ist. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, Bewertungen und Kommentare. Freue mich sehr. Bis zum nächsten Video.